Okay. Also, weiter geht's, Finlay. So. Sehr fit sieht er ja nicht gerade aus. So, gibt es hier noch was zu sehen? Beim letzten Mal war ja hier das Fest. Und jetzt ist mittlerweile schon Winter. Ich spüre eine dunkle Wolke über dir, kleiner Sprüngling. Es gab einen Todesfall bei euch, nicht wahr? Das ist nie schön, das ist klar. Aber der Fluss des Lebens fließt unerbittlich. Lass dich mit ihm treiben. Wir alle werden mal ins große Meer der Ewigkeit geschwemmt. Morgen. Na, schönes Wochenende gehabt? Was ziehst du denn für eine Schnute? Morgen, Ingrid. Ich bin nicht so gut drauf. Ist es wegen der Die Kalmar? Tut mir leid, Kleiner, wirklich. Ich mochte die alte Dame auch. Ich hatte gehofft, dass ich nach dem Wochenende ein bisschen besser drauf bin. Naja, du bist halt ein empathischer Typ. Lass aber nicht zu, dass das zu einem Problem für dich wird. Der Tod ist Teil unseres Berufs. Versuch dich zu konzentrieren. Es gibt genug lebende Leute hier, denen du helfen musst. Auch wenn ich verstehe, dass einem die erste tote Person länger hinterherhängt. Ja, vielleicht haben sie recht. Ich werde mich konzentrieren und mir Mühe geben. Richtig so. Ich spüre, dass die Minispiele heute wieder schwierig werden für mich. Wir nehmen mal wieder die Treppe. Oh, jetzt sieht er schon ein bisschen frischer aus, oder? Wie. Mia. Finlay, ich habe heute Morgen gehört, was passiert ist. Willst du sprechen? Wollen wir einen Kaffee trinken oder so? Nein, ich möchte erstmal meine Arbeit erledigen. Klar. Wenn du später reden willst, sag gern Bescheid, okay? Naja, geh mir mal meine Aufgaben abholen. Wird bestimmt ganz lustig heute, haha. Guten Morgen, Finlay, wie geht es Ihnen? Ganz okay, denke ich. Eine Patientin ist gestorben. Ihre Patientin. Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen der Tod von Irma noch etwas nachhängt. Zeigen Sie bitte trotzdem Leistung. Sowas darf unsere Arbeit nicht beeinflussen. Verstanden, wird gemacht. Sie kennen ja das Spiel. Wir sprechen nochmal nach Ihrer Behandlung. Und machen Sie das Beste aus dem Tag, Finlay. Viel Erfolg. Ach so, noch was. Irma ist in den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Sie war alt, ihr Immunsystem hat einfach alles durchgelassen. Eine Weile blieb sie stabil. Ihr Zustand verschlimmerte sich jedoch während ihres Aufenthaltes hier. Manchmal kann so etwas passieren. Der Vorfall mit dem Wasserschaden in ihrem Zimmer hat sich ja auch nicht gerade geholfen. Was ich Ihnen sagen will, Sie haben nichts falsch gemacht. Das habe ich auch im Bericht angemerkt. Ich habe Ihnen Irma zur Behandlung übergeben und das war die richtige Entscheidung. Davon bin ich überzeugt. Ah, danke. Fühlt sich trotzdem irgendwie nicht so gut an gerade. Was haben wir denn hier noch? Nachrichten. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich gewonnen habe. Ich zitter immer noch. Ach ja, sie hat ja diesen Eintopfwettbewerb gewonnen. Pina. Wenn du reden willst, komm jederzeit vorbei. Okay. Alles klar. Ach Gott, ich habe diese. Die Eule ist auch immer noch da oben. Oh,
Du musst Emma sein, oder? Ja. Die Emma Erdbeerjoghurt, richtig? Nein. Ich bin die Emma Smith. Ach so, stimmt ja, das steht hier auch. Da habe ich mich wohl verlesen. Wie geht es dir denn, Emma Smith? Ich habe Heimweh und Bauchweh auch. Du hast doch ein paar Tabletten bekommen, oder? Und es ist noch nicht besser? Nein. Dann wollen wir uns mal genauer anschauen, was dein Bauch hat. Eieiei, jetzt kommt das wieder, okay. So, das ist ja hier nicht so mein Lieblingsspiel. Ich suche mal einfach ein paar aus. Zwei sind richtig. Oh, der Magen, das ist richtig, okay. Und davon sind zwei, das heißt der Knochen nicht, oder? Okay, Fuß und Totenschädel, denke ich mal. Nee, okay. Okay, dann brauche ich wohl doch das Gehirn. So, oh Gott. Okay, den Tropfen brauche ich auf jeden Fall. Den Tropfen. Jetzt fehlt mir nur noch einer. Okay, wer kann denn hier hin? Ne, zwei fehlen mir. Oh Mist. Okay, das heißt, ich brauche vielleicht eine Hand. Welches Symbol habe ich denn noch? Hand und Zahn. Ja, aber Zahn war ja auch nicht. Ah, bis auf einen. Okay. C. Nicht so gut. Naja. Ich glaube, deine Schmerzen kommen von deiner Nahrungsmittelallergie. Aber Finley ist ja auch nicht so gut drauf. Das heißt, die Minispiele sind wahrscheinlich heute auch wieder mal ein bisschen schwieriger. Das habe ich ja mittlerweile so festgestellt. Wenn er nicht so gut drauf ist, dann wird es für mich auch schwieriger. Ich habe gelesen, dass du bestimmte Sachen nicht essen darfst. Stimmt das? Schon? Und? Passt du da auch auf, was du isst? Schon, aber... Was denn, Emma? Also, Gerda hat gesagt, dass man nach dem Winterschlaffest so viele Nüsse essen darf, wie man will. Ist es deine Mutter? Nein, Mama heißt Mama und ist doch verreist. Aber wer ist dann Gerda? Gerda Gniesbrei, die besuche ich immer, wenn ich Heimweh habe. Die ist doch Doktor, wie du. Moment mal, meinst du Dr. Gniesdorf? Ja. Tust du mir einen Gefallen, Emma? Okay. Bitte iss jetzt keine Nüsse mehr. Dein Bauch verträgt leider keine Nüsse. Auch nicht nach dem Winterschlaffest. Och, das ist gemein, ich weiß. Aber dein Bauchweh ist auch gemein, oder? Ja. Und wir überlegen uns schöne Dinge, die du und dein Bauchweh essen können. Ja, na gut. Das wird ja interessant. Morgen, Finley. Irmas Bett war leer heute Morgen. Ich dachte mir schon, dass sie es nicht geschafft hat. Tut mir leid, wenn ich frage. Aber das war sicher dein erster Todesfall, oder? Oh Mann. Versuch drüber hinwegzukommen. Je schneller du dich daran gewöhnst, desto besser. Wie soll man sich denn an sowas gewöhnen? Der arme Kerl. 300. P. Okay, P33 und P31. So einfach gesagt irgendwie. Wie entspannt er denn hier und den Flur lang geht. Ach, sie ist auch immer noch da.
Guten Morgen, Frau von Galen. Ist es schon soweit? Ihre Kollegin sagte, sie würde mich heute nochmal durchchecken. Wenn sie das sagt, wird es schon stimmen. Wollen wir direkt loslegen? Sie wollen sicher nach Hause. Oh, mein Lieblingsspiel mit den Pillen wieder. Nicht. Ach so. Nee. Müll. So, dann fangen wir mal hiermit an. Vier Stück soll sie kriegen. Also ich brauche noch Orange und ich brauche noch Pink. So? So sieht es doch gut aus. Alles richtig. Ah, zum Glück. Yep. Ich sehe eine deutliche Verbesserung. Wissen Sie was? Mir geht es heute tatsächlich echt besser. So gut wie schon seit Jahren nicht mehr. Ich habe das Gefühl, meine Umgebung wieder so richtig wahrzunehmen. Dann scheinen die Medikamente ja ihren Job zu machen. Ja. Aber ich glaube, es ist noch mehr. Ich konnte nochmal mit Dr. Gautera reden. Und es war, als würde er in mir eine Mauer einreißen. Als würde alles, was ich bisher für mich für wichtig hielt, in einem anderen Licht erscheinen. Ich habe mir vorgenommen, mein Leben grundlegend zu ändern. Ich will nicht nochmal hier enden. Ich will mich auf andere Dinge konzentrieren können. Und nicht nur für meinen Job leben. Ich habe heute Morgen meine Chefin angerufen und 4 Wochen Urlaub beantragt. Das ist super. Sie sah das anders, hat mir sofort mit einer Kündigung gedroht. Oh, tut mir leid. Muss es nicht. Ich bin die Insel. Ich bin das Meer. Und vielleicht arbeitslos. Aber es ist mir komplett egal. Und es ist toll. Ich werde meine Übungen machen. Und mehr auf mein Herz hören. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Ich werde auch Dr. Gautera nochmal danken, bevor ich gehe. Haben Sie noch einen schönen Tag. Und passen Sie auf sich auf. Wie süß. Oh, das finde ich irgendwie gerade schön. Ich kann das so nachvollziehen. So ging es mir letztes Jahr auch, als ich aus der Klinik gekommen bin. Oh, ja. Manchmal, wenn man darüber redet, sind die Dinge plötzlich... Ja, erscheinen die Dinge plötzlich in einem ganz anderen Licht. So. Die mag ich ja persönlich hier nicht so gerne. Nun, Frau Kollegin, wie schätzen Sie Ihre gesundheitliche Situation ein? Entzugserscheinungen abnehmend, Schmerzen ebenso. Gut. Stimmen Sie einer Untersuchung zu? Dafür bin ich hier. Ach so. Muss ich das drücken? Ach komm, ihr macht es mir doch extra schwer. Das ist gar nicht so einfach hier, Leute. Wir werden Ihre Vitamin B1 und Energiezufuhr weiter erhöhen. Ihre Leber ist auf dem Weg der Besserung. Was reden Sie da? Schwachsinn, die Leber ist hin. Die Werte sind eindeutig. Meinen Sie wirklich? Sie sind gerade noch rechtzeitig zu uns gekommen. Sie können sich sehr gerne selbst davon überzeugen. Für ein paar Tage werden wir Sie noch zur Beobachtung hier behalten müssen. Wenn Sie weiterleben wollen, dann verzichten Sie auf Alkohol. Für immer. Hart und ehrlich, das gefällt mir. Vielleicht wird aus Ihnen doch noch was. In ferner, ferner Zukunft. Aber was ich tue oder nicht, geht Sie rein gar nichts an, verstanden? Ich habe Ihnen meine ärztliche Einschätzung mitgeteilt. Was Sie damit machen, ist allein Ihnen überlassen. Schön, Finley, gut geregelt. So, dann gehe ich mal zu
Na du? Wo ist sie denn? Da. Alles erledigt? Yep. Sie haben heute länger gebraucht. Aber ich drücke aufgrund der Umstände heute noch ein Auge zu. Wisst ihr was? Das ist... Ich wusste, dass es irgendwann kommt. Das ist genau das, was ich so die letzten Parts immer wieder gesagt habe. Dieses Spiel hat keine Uhr, keine Zeit. Manchmal renne ich ewig rum, irre umher, brauche lange. Und das Spiel sagt nichts, es ist in Ordnung. Und heute heißt es, ich habe lange gebraucht, obwohl ich, glaube ich, schneller war als die letzten Male, weil ich einfach schnell durchgehuscht bin. Ja, aber da fehlt die Zeit und das Spiel macht das mit Absicht. Also es muss darauf hinauslaufen wahrscheinlich, dass es Finlay schlecht geht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ich drücke aufgrund der Umstände heute noch ein Auge zu. Lassen Sie mal sehen. Was haben Sie heute für mich? Ich habe gar nichts für Sie. Dr. Theobald hat nach Ihnen gefragt. Ach wirklich, wieso? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Er hat mich jedoch gebeten, für Sie den Rest des Tages freizustellen. Es gefällt mir zwar nicht, aber ich habe zugesagt. Dann scheint es wohl etwas Wichtiges zu sein. Meinen Sie, ich soll in sein Büro kommen? Das können Sie meinetwegen tun, aber Sie werden ihn dort nicht finden. Woher wissen Sie das? Weil er sich gerade in unserem Pausenraum gemütlich gemacht hat. Oh, seltsam. So ist er eben. Dann gehe ich mal dort vorbei. Wie Sie wünschen. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Aber vielleicht will er mir auch helfen. Ich glaube, Finlay bräuchte jemanden zum Reden, der ihm so ein bisschen hilft und unter die Arme greift. In dieser Situation. Hallo. Finlay, da sind Sie ja. Danke, dass Sie gekommen sind. Klar, Dr. Theobald, was kann ich für Sie tun? Nichts, nichts. Ich wollte aber mit Ihnen reden. Erstmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Sie haben in den letzten Tagen hervorragende Arbeit geleistet. Danke. Wollten Sie mich deswegen sprechen? Keineswegs. Ich habe natürlich ebenfalls von Frau Di Calma das Ableben gehört. Eine Tragödie, definitiv. Auch mir war Irma sehr bekannt und ich habe sie sehr gemocht. Sie wird mir genauso fehlen wie der gesamten Stadt. Doch Sie haben sie behandelt und auf ihren letzten Tagen begleitet. Ist Irma Ihr erster Todesfall? Ja. Das tut mir leid. Es ist nicht selten, dass man den ersten Todesfall nicht aus dem Kopf bekommt. Auch ich kann mich an meinen sehr gut erinnern. Ich denke, ich weiß, was Sie meinen. Ich denke noch sehr viel an Frau Di Calma. Passen Sie nur auf, dass Sie diese Gedanken Sie nicht beeinflussen. Sie haben schließlich weiterhin Personen, die auf Ihre Hilfe angewiesen sind. Werden Sie nicht unaufmerksam. Heute Nachmittag ist Irmas Trauerfeier. Sie findet im Gilberts statt. Giuliano richtet die meisten Trauerfeiern aus. Diese hier wird ihm sicherlich schwerfallen. Sie sollten hingehen. Glauben Sie mir, danach wird es Ihnen besser gehen. Kann ich das denn tun? Sie sind für den Rest des Tages entschuldigt. Und ich bin sicher, Frau Di Calma hätte Sie ebenfalls eingeladen. Okay, ich gehe hin. Danke Ihnen, Herr Theobald. Nicht dafür, Finlay. Grüßen Sie die alte Dame von mir. Wie süß. Wir sehen uns morgen wieder. Grüßen Sie die alte Dame von mir, in Ordnung? Und richten Sie Giuliano bitte ebenfalls mein Beileid aus. Das ist aber sehr aufmerksam. Ich überlege, ob wir vielleicht nochmal zu Mia gehen sollten. Kann auch, glaube ich, sonst hier nirgendwo hin. Ich laufe immer an dieser Tür vorbei. Okay, kann ich noch irgendwo hin? Gehe ich mal raus.
Ich bin echt am Überlegen, ob es Sinn machen würde, nochmal Pina zu besuchen im Blumenladen, zum Sprechen. Mach's gut, Kleiner. Und rutsch nicht auf dem Schnee aus. Ich habe mir heute Morgen schon einen Wirbel gezerrt. Süß. Ich habe keinen Hunger. Süß, ich finde das Spiel so niedlich. Ich glaube, wir haben auch gar nicht mehr so lange zu spielen. Ich weiß es aber nicht genau. Aber ich denke auch, ich werde es... Oh, es ist schon dunkel. Ich werde es vermissen, wenn es zu Ende ist. Weil ich diese Charaktere auch so niedlich und so liebenswürdig finde. So, wir wollen ins Gilberts. Unbedingt. Ach süß, er ist auch noch da. Darf ich dir einen heißen Kaffee anbieten? Vielleicht auch einen Tee? Oder ein Safranbrötchen? Nein, danke. Ich muss leider los. Na klar. Oh, nimm doch einen Kaffee. Ich will einen Kaffee. Komm, gib mir einen. Ach, Finley. Der steht aber auch auf sehr verlorenem Posten da, oder? Da kommt ja gar keiner vorbei. Außer vielleicht das Krankenhauspersonal. Alles dunkel. Ich wollte gerade sagen, hier sind gar keine Laternen, aber hier ist eine. Dir scheint das Wetter auch nicht so gut zu bekommen, oder? Es riecht ein wenig abgestanden. Wir gehen ins Gilberts. Sie sind ja auch hier, mein junger Freund. Ach, die ist immer so nett, die ist immer so süß. Schön, Sie zu sehen. Das zeigt sich mal wieder, die Achterbahn des Lebens. Vor ein paar Tagen haben wir uns versammelt, um zu feiern. Heute haben wir uns versammelt, um zu weinen. Genau so geht's mir auch gerade. Genau so. Also genau so. Ein Tag feiern und Party und alles ist super. Und am nächsten Tag habe ich das Gefühl, ich krache so auf den Boden und mir ist nur zum Heulen zumute. Und alles ist irgendwie doof und schwierig. Und naja. So, wer ist denn noch hier? Oh, Gilbert. Nee. Finley. Hey, Giuliano. Es tut mir so leid. Ich hätte gerne mehr Finley. Schon okay. Danke, dass du gekommen bist. Wir kennen uns noch nicht lange, aber das ist mir eine Menge wert. Bitte, fühl dich wie zu Hause. Es gibt Essen und Drinks. Nimm gerne Platz. Fühl dich wie immer wie zu Hause. Kann ich wirklich nichts für dich tun? Wenn ich es mir recht überlege, da wäre tatsächlich eine Sache. Alles, was du willst, was gibt's? Ich glaube, ein Kollege von dir ist auch hier. Er war nur kurz da. Er stand in der Ecke rum und hat mit niemandem geredet. Dann ist er, glaube ich, zur Hintertür raus. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Magst du vielleicht mal gucken, ob er noch da ist? Ich würde es ja selbst machen, aber ich habe alle Hände voll zu tun. Tut mir leid, dass ich dich wieder um Hilfe bitten muss. Gar kein Problem, Giuliano. Ich mache das gerne. Danke. Dein Kollege ist durch die Bar in den Hinterhof gegangen. Bitte schau doch mal nach ihm, ja? Oh, das ist ja süß. Die Figur hat sicher Pina gemacht. Diese Tradition ist wirklich sehr schön. Ich bin stolz auf dich, Pina. Pa. Oh, die ist ja immer nicht so gut gelaunt. Pina, da bist du ja. Wow, du bist hier. Tut mir leid, Finley. Ich weiß, dass du immer mochtest. Wie geht es dir? Alles okay? Ja, schon in Ordnung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Ich auch, wenn ich hier gerade noch ein wenig Stress habe.
Für Irma mache ich das aber sehr gerne. Bitte melde dich, wenn ich was für dich tun kann, okay? Meint der Karl oder was? Ach, der Hausmeister. Gregor, Sie sind auch hier. Verzieh dich, Knirps. Willst du nicht mit reinkommen? Die Trauerfeier geht gleich los. Nein. Es gibt auch Essen und Drinks. Es sind viele Leute gekommen. Lass mich in Ruhe. Er möchte wohl nicht so gerne über seine Gefühle sprechen. Okay. Komm, kann ich wirklich nichts für dich tun? Ich bin schuld. Oh nein, oh Sünde. Wie meinen Sie das? Wegen dem Rohrbruch bestimmt. Ich gebe doch mein Bestes. Das Krankenhaus verlässt sich doch auf mich. Ich muss es doch pflegen. Wäre die alte Dame nicht kränker geworden, wäre dieser Wasserschaden nicht passiert. Hätte ich das Krankenhaus besser gepflegt, dann wäre sie vielleicht nicht... Ich habe sie auf dem Gewissen und das werde ich mir niemals verzeihen. All die Leute da drin, ihre Blicke durchbohren mich. Sie geben mir die Schuld. Erzählen Sie keinen Quatsch. Sie können nichts dafür. Ich hatte diesen Guck mal, jetzt sagt er wieder nicht das, was ich ihm gesagt habe. Ich hatte dieselben Gedanken. Ich habe sie behandelt und bis zum Ende geglaubt, dass sie wieder gesund wird. Ich wollte es nicht einsehen, dass sie sterben wird. Aber in diesem Moment, in dem sie starb, wusste ich, dass es für sie in Ordnung war. Sie war alt, sie war schwach und sie war glücklich. Sie wollte kein ewiger Pflegefall sein und das ist in Ordnung. Ich habe mein Bestes gegeben, so wie sie, aber manchmal brechen Mauern in sich zusammen. Manchmal müssen wir uns von Personen verabschieden. Manchmal können wir nicht helfen. Ich gehe jetzt rein. Wenn Sie möchten, kommen Sie gern mit. Oh, das ist voll süß. Ich kann das nicht. Ich bleibe hier. Okay, okay. Aber wenn Sie es sich anders überlegen, sind Sie sicher willkommen. Wie auch immer, ich sollte gehen. Ich will die Trauernden nicht stören. Tun Sie das, tun Sie das, was Ihnen gut tut. Niemand zwingt Sie zu bleiben. Ja, das sollte ich tun. Gehen wir rein. Wenn du mit reingehst, landen die Blicke nicht auf mir. Und ich kann mich schnell verdrücken. Einverstanden. Ach Gott. Gibt es wieder Stress oder was? Heißt es nachher wieder, das Krankenhaus ist schuld, dass sie gestorben ist? Weil der Alte da eben zugehört hat? Irma hat mich immer aus dem Kindergarten abgeholt. Meine Mama hatte wohl mal ein Restaurant mit ihr. Das war aber damals schon lange her. Hey Finley, du bist ja auch gekommen. Natürlich, ich habe mich wirklich in diese Gaststätte verliebt. Ich wusste nicht, dass heute eine Trauerfeier stattfindet und ich kannte die Verstorbene nicht. Aber ich möchte der Feier dennoch beiwohnen. Giuliano freut sich sicher. Das hoffe ich auch. So, können wir hier hoch? Oh, das ist ja cool, das wusste ich gar nicht. Witzig. Na, das Giraffenbild ist ja lustig. Süß. Wow. Irma, ich kann nicht glauben, dass sie einfach so gestorben ist. Das ist so unfair. Hast du Irma gekannt? Na klar, ich habe gern bei ihr gehalten auf meinem Postrundgang. Sie saß immer an ihrem Fenster und hatte neben sich einen Teller Kekse stehen. Sie hat mir an kalten Tagen immer einen Kaffee ausgeschenkt. Oh, wie süß. So einen Kaffee würde ich mir jetzt wünschen. Und? Hast du ihn gefunden? Ja, er ist der Hausmeister bei uns im Krankenhaus. Er will aber nicht reinkommen. Ich denke, er braucht Zeit für sich.
Das brauchen wir alle, denke ich. Ich freue mich trotzdem, dass er hier ist. Wie geht es dir eigentlich? Ich komme klar. Aber bitte, gib Bescheid, wenn ich was tun kann. Das werde ich, mein Freund. Setz dich bitte. Es geht gleich los. Ich bin euch bereit, umsetzen. Ich setze mich hin. Liebe Gäste, könnte ich einen Moment eure Aufmerksamkeit bekommen? Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich bringe die Worte kaum über die Lippen. Aber vergangene Nacht ist Irma, meine liebe Mutter, verstorben. Sie war immer eine Person vieler Worte, vieler Geschichten und umgeben von Leuten, die ihr Liebe geschenkt haben. Von euch. Und ich möchte euch dafür danken. Als Kind hat sie mir ein Instrument beigebracht, hat mit mir geübt und ich habe jede Sekunde davon gehasst. Aber wenn ich gespielt habe, dann haben ihre Augen geleuchtet. Ich wünschte mir, sie würde mich nochmal mit diesem Blick ansehen können. Ich möchte euch ein ganz besonderes Lied vorspielen. Ein Lied, das sich immer gewünscht hat. Ich weiß noch, wie ich mal an einem eisigen Tag meine Briefe ausgetragen habe. Ich bin auf dem glatten Boden ausgerutscht. Meine komplette Tasche mit all den Briefen ist in den Fluss gefallen. Und ich habe mir dabei das Kreuzband gerissen. Irma hat mir nicht nur geholfen, jeden einzelnen Brief aus dem Fluss zu angeln. Sie hat sie sogar getrocknet, restauriert und für mich ausgetragen. Irma hat mit meinen Eltern in einem Restaurant gearbeitet. Es lief nicht mehr so gut, aber sie hat sich ein neues Gericht ausgedacht. Das bunte Rübengratin. Es war der Renner. Niemand wollte mehr etwas anderes essen. Irma und ich haben jeden Donnerstag im Sommer zusammen Mühle gespielt. Woher kanntest du Irma, Finlay? Ich kann euch sagen, woher der Knirps Irma kannte. Er hat sie sterben lassen. Ist doch so. Irma war topfit und dann knickte sie nur mal um. Verstaucht sich den Knöchel, landet im Krankenhaus und kurze Zeit später geht es ihr so viel schlechter. Und dann stirbt sie sogar. Ich sag euch, das war die Schuld von dem da. Und die Schuld des verdammten St. Ursula. Ich habe es gerade selbst gehört. Sie lassen das Krankenhaus verkommen. Es ist in einem so schlechten Zustand, dass Leute sich dort neue Krankheiten einfangen. Irma hat sich erst in dieser Bruchbude die Lungenentzündung geholt. Ich sag's euch, Irma ist nicht einfach so gestorben. Sie wurde dort umgebracht. Ohne diese Pfuscherei wäre Irma heute noch bei uns. Wir würden feiern und nicht trauern. Alle, die dort arbeiten, sollen dafür gerade stehen. Uns allen würde es besser gehen, wenn das Krankenhaus weg wäre. Ralf, das ist doch Quatsch. Nee, warte mal. Irgendwie hat er doch recht. Ja, das St. Ursula ist eine Gefahr für uns alle. Genau, wir müssen diese Mordlustigen loswerden. Vielleicht ist das wirklich besser so. Seht ihr hier jemanden aus dem Krankenhaus, bis auf diese Witzfigur da? Eben, sie trauen sich nicht einmal zu ihrer Trauerfeier zu kommen. Weil sie wissen, dass sie schuld sind, ist doch ganz klar. Aber jetzt seid alle mal ruhig. Ich bitte euch. Es geht hier nicht um Schuld. Es geht hier nicht um das St. Ursula. Es geht um Irma, um meine Mutter, um eure Freundin. Finlay? Ja? Bitte, nimm es mir nicht krumm, aber es ist vielleicht besser, wenn du gehst. Aber bitte, ich will nicht, dass dieser Streit Irmas Andenkenfeier kaputt macht. Ich mach's wieder gut.
Wir sprechen nochmal. Okay. Oh mein Gott, wie traurig. Wie soll er sich das nicht zu Herzen nehmen? Oh Mann, das habe ich mir anders vorgestellt. Scheinbar hatte mein Handy keinen Empfang im Gilberts. Mia und Karl haben beide versucht, mich zu erreichen. Mia zurückgerufen. Hey Finlay, danke, dass du zurückrufst. Ich habe mir Sorgen gemacht, als ich dich heute gesehen habe. Alles okay? Ich würde lügen, wenn ich ja sage. Oh, ich weiß nicht, ob es dir hilft, aber ich habe mir heute etwas vorgenommen. Ich glaube, ich brauche etwas Ablenkung und ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht auch welche haben magst. Wenn du mitkommst, können wir uns gegenseitig helfen. Pina wird auch dabei sein. Klar, wieso nicht? Großartig. Ich habe gerade Feierabend gemacht. Ich stehe mitten auf dem Marktplatz. Perfekt, dann komme ich dir entgegen. Wir treffen uns beim Krankenhauseingang, okay? Alles klar, bis gleich. Na, da bin ich gespannt, was jetzt kommt. So, gehen wir doch mal Mia entgegen. Ja, gut, dass Finlay Freunde hat, mit denen er reden und sich hoffentlich austauschen kann. Was könnten wir bei dem Wetter machen? Gehen wir wieder zusammen auf den Sportplatz? Diese Pfütze hier, die ist auch sagenhaft. Ist die Trauerfeier schon vorbei? Dr. Kukowski hat erzählt, dass du dort bist. Für mich schon. Es gab einen Streit. Mir wurde die Schuld gegeben, dass Irma starb. Das kann ich nicht glauben. Ich wollte mich erklären, aber ich kam nicht dazu. Das ist so eine Frechheit. Da werde ich richtig wütend. Ja. Lass uns gern das Thema wechseln, okay? Was hast du denn vor? Ich habe heute eine Premiere. Was meinst du? Ich habe heute das erste Mal mit bei der Porcupine Amateurgruppe. Was? Vielleicht hast du ja Lust mit zuzugucken? Ich will direkt mal mit Publikum üben. Muss ich dafür etwas tun? Zuschauen, zuhören, zunicken. Und nicht zu streng sein mit deiner Kritik, haha. Das schaffe ich. Hurra, dann los. Die Probe findet auf der kleinen Bühne im Park statt. Park ist doch hier, oder? Diese Dunkelheit hier macht mich ganz müde. Pina sollte doch auch kommen. Aber durch den Schnee ist es jetzt schön hell hier. Wisst ihr noch, als wir das erste Mal hier lang gelaufen sind, wo es so dunkel war? Nee, hier ist, glaube ich, ist hier die Bühne? Ja, hier ist die Bühne. Hey, Pina. Ach, wie süß. Der Kaffeetyp ist auch da. Mia! Stark, dass du gekommen bist. Und du hast Finlay mitgebracht. Ja, ich habe ihn gefragt, ob er mitkommen will, aber nur zum Zugucken. Zugucken, Pillepalle, du kommst genau richtig.
Eines unserer Mitglieder fällt heute aus. Hat sich auf dem Winterschlaffest eine Grippe oder so eingefangen? Können wir dann überhaupt proben? Na klar, du hast doch exzellenten Ersatz mitgebracht. Aber, oh ja, Finlay, bitte mach mit. Dann fühle ich mich bestimmt wohler in meiner ersten Rolle. Na gut. Ja, hurra. Ich war in der Grundschule in der Theatergruppe. Vielleicht bin ich aber etwas eingerostet. Welches Stück spielt ihr denn? Kann ich da überhaupt einfach einspringen? Das ist ja das Tolle. Wir sind eine Impro-Truppe. Heißt, wir geben jedem eine Rolle und gucken, was passiert. Und heute steht etwas ganz Besonderes auf dem Plan. Ein Kriminalfall. Oh, das ist ja genau das Richtige für uns. Muhaha. Ich habe jetzt schon Angst. Frag mich mal. Und du, Finlay, wirst du der Detektiv sein? Der Kommissar? Der Typ, der ein bisschen zu hart für die Polizei war? Der Rest der Gruppe kann so gut üben und du bist quasi Schiedsrichter. Oh, okay. Ich hoffe, das kriege ich hin. Ganz bestimmt. Das wird super. Seid ihr alle bereit? Kann losgehen. Ich bin schon ganz aufgeregt, hihi. Auf geht's. Da bin ich ja gespannt. So, alle haben ihre Rollenbeschreibung bekommen. Gibt es irgendwelche Fragen? Gut. Meine Lieben, wir haben heute zwei Neuzugänge. Um das zu feiern, habe ich mir heute etwas Besonderes ausgedacht. Hört zu, hört zu. Wir befinden uns in einem alten Krankenhaus. Oh, bitte nicht. Es ist 6 Uhr morgens. Es stürmt und regnet in Strömen, als ihr nach und nach das Gebäude betretet. Kurz nach Arbeitsbeginn hört ihr den schrillen Schrei der Chefärztin. Das geht bestimmt noch mehr. Komm schon, ich will den Schrecken hören. Ah! Schon besser. Im Büro der Chefärztin wurde eine Leiche gefunden. Doch es ist nicht irgendeine Leiche. Sie gehört der persönlichen Assistenz der Chefärztin. Ihr versammelt euch im Pausenraum. Der frische Kaffee brodelt noch in der Kanne, als ihr die Tür ein weiteres Mal aufschlägt. Kein geringerer als der berühmteste Detektiv der Stadt betritt den Raum. Finlay, dein Einsatz. Mit ernster Miene und entschlossenem Gang beginnt er seine Befragung. Finlay, wenn du deine Auflösung abgeben möchtest, sprich mich einfach an, okay? Okay. Und so beginnt das Verhör. Ich fange erstmal mit der Chefärztin an. Also, Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie das war. Natürlich schockiert mich eine einzelne Leiche nicht. Davon habe ich in meiner Karriere ja schon einige gesehen. Aber in meinem Büro? Vor meinem dritten Kaffee? Das ist ja wohl die Höhe. Na, wie mache ich mich, Finlay? Ist das überzeugend? Du machst das super, aber bleib in der Rolle. Ups, ja, hehe. Ich würde Sie gern zum Vorfall befragen. Aber ja doch, es ist natürlich auch in meinem Interesse, dass sich diese Situation klärt. Und zwar schnellstmöglich. Wo waren Sie denn Tatzeitpunkt? Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Haben Sie jemanden in Verdacht? Ich komme später nochmal zu Ihnen. Wo waren Sie zum Tatzeitpunkt? Ich bin viel beschäftigt, also halten Sie sich kurz. Gut, gut. Ich werde mich sputen. Wo haben Sie zum Zeitpunkt der Tat aufgehalten? Ich war zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht im Haus. Ich habe gestern bereits am frühen Abend das Gebäude verlassen. Grundsätzlich versuche ich immer so früh wie möglich hier zu sein. Entsprechend früh kann ich mein Tagewerk beginnen. Nur heute ist mein Auto liegen geblieben, sodass ich erst mit dem Rest der Belegschaft hier ankam. Der Pannenservice hat ewig gebraucht. Vielleicht war es aber auch mein großes Glück. Stellen Sie sich mal vor, vielleicht würde ich sonst hier kalt am Boden liegen. Schrecklich. Ich stehe jedoch somit als Täterin offensichtlich komplett außer Frage. Verstehe. Haben Sie jemanden verdacht? Ich komme später nochmal zu Ihnen zurück. Bitte beeilen Sie sich. Ich würde gern helfen, aber ich war den ganzen Vormittag beschäftigt. Wo waren Sie zum vermeintlichen Zeitpunkt des Mordes?
Womit waren Sie denn beschäftigt? Irgendwann heute Nacht ist dieses verdammte Rohr im Keller schon wieder geplatzt, also erst wohl der Hausmeister. Das ist schon das dritte Mal diesen Monat, aber niemand kümmert sich darum. Dann steht immer alles unter Wasser. Ich habe also den ganzen Vormittag da unten gehockt und rumgeschraubt. Und dann dachte ich, was ist denn da Komisches im Wasser? Und zack, hatte ich die Mordwaffe in der Hand. Nicht, dass ich das zu dem Zeitpunkt schon gewusst hätte, ne? Wissen Sie was über die Chefärztin? Also ich glaube nicht, dass meine Chefin jemanden umbringen würde. Die hat doch viel Kohle und eine schöne Wohnung. Warum das alles in den Müll werfen? Nee, nee, da sehe ich sie nicht. Ist Ihnen denn was aufgefallen? Ich weiß nicht, ob das hilfreich ist, aber ich habe oft mit dem Typen geredet. Halt so auf der Treppe nach der Arbeit, weil er der Einzige ist, der hier außer mir raucht. Ach so, mit dem der gestorben ist. Vor 2 Tagen hat er komische Sachen gesagt. Darüber, dass er sich verfolgt fühlt und sowas. Konnte ihn beschwichtigen, hab gesagt, dass er sich das einbildet. Scheinbar hat er das nicht. Alles klar, danke für den Hinweis. Ich komme später nochmal zurück. Ja, was auch immer. Es ist wirklich schrecklich, was passiert ist. Ich kann es immer noch gar nicht fassen. Und ich war sogar schon im Gebäude und konnte trotzdem nichts tun. Wo waren Sie denn? Wo im Gebäude haben Sie sich denn zum Zeitpunkt der Tat aufgehalten? Ich komme immer extra früh. Ich arbeite gern in Ruhe, bevor der Trubel anfängt. Also saß ich den ganzen Morgen in meinem Büro. Ich habe Patientenakten durchgearbeitet. Ich bin noch nicht lange hier. Ich wollte gerne einen Neuanfang nach meinem alten Krankenhaus. Ich verstehe mich hier sehr gut mit allen. Trotzdem versuche ich, mich schnell einzufinden. Was halten Sie vom Hausmeister? Ich gehe ihm hauptsächlich aus dem Weg, seitdem meine Chefin mich auf ihren Verdacht hingewiesen hat. Ich weiß, sie sagt, ich solle ihn im Auge behalten, aber mir läuft es einfach immer kalt, den Rücken runter, bei der Vorstellung, einem Kriminellen zu begegnen. Hä? Ist Ihnen was aufgefallen? Etwas aufgefallen? Wie Sie vielleicht bereits wissen, bin ich recht neu hier. Von daher würde mir vermutlich noch nicht einmal auffallen, wenn hier etwas ungewöhnlich wäre. Vielleicht hilft es aber auch dabei, die Sache objektiver zu betrachten. Ja, vermutlich. Ich komme später nochmal zu Ihnen zurück. Ich weiß nicht, warum das passieren konnte. Es war die Chefärztin. Ich bin mir absolut sicher. Glauben Sie mir einfach. Sie hätte alles für ihn getan, aber hat das unter den Tisch gekehrt. Wenn er sie damit bedroht hätte, dann hätte sie sofort zu diesen Mitteln gegriffen. Alles, um ihre Karriere zu bewahren. Ich habe sie gestern Abend zwar das Gebäude verlassen sehen, als ich zu meiner Nachtschicht angetreten bin, aber das heißt absolut gar nichts. Wo waren Sie denn? Zum Zeitpunkt der Tat. Ich? Ich war nur noch für eine Raucherpause hier. Ich bin vorhin von der Nachtschicht wiedergekommen. Ich wollte dann nach Hause gehen. Ist Ihnen was aufgefallen? Gibt es außer Ihrer Vermutung etwas, das relevant sein könnte? Naja, ich weiß nicht, ob es wirklich relevant ist. Bevor die Assistenz hier angefangen hat, hatte er in einem anderen Krankenhaus gearbeitet. Wurde da zu Unrecht der fahrlässigen Tötung beschuldet und entlassen. Können Sie sich das vorstellen? Haben Sie jemanden im Verdacht? Habe ich doch schon gesagt, die Chefärztin natürlich. Haben Sie noch nie einen Krimi gesehen? Halten Sie Kontakt zu der neuen Ärztin? Ich habe mitbekommen, dass sie jetzt hier arbeitet. Wirklich mit ihr geredet habe ich aber noch nie. Ich glaube, die Assistenz mochte sie nicht besonders. Ich komme später nochmal zu Ihnen. Oh Mann, ich brauche einen Kaffee. Pina, spielst du auch mit? Nein, ich könnte ihn nicht leiden. Das macht mich nicht direkt zu einer Mörderin. Wenn ich rumlaufen und Leute ermorden wollen würde, dann hätte ich es schon getan. Und damit meine ich nicht, dass ich es getan habe. Er war nur echt kein netter Typ. Das kann die neue Ärztin am besten bestätigen. Sie hatte ihn nämlich auf dem Kika. Das wäre mehr Grund gewesen, als ich jemals haben könnte. Außerdem war ich die ganze Nacht im Dienst auf einer anderen Station. Ich kann ihn also nicht umgebracht haben.
Was halten Sie von der Chefärztin? Ich meine, sie ist meine Chefin. Was soll ich noch dazu sagen? Ist Ihnen etwas aufgefallen? Ich weiß noch, dass ich mich darüber gewundert habe. Das Licht im Büro der Chefärztin hat gebrannt. Das war irgendwann in den frühen Morgenstunden. Was denken Sie über den Krankenwagenfahrer? Keine Ahnung, wer das ist. Hatten Sie nie Kontakt miteinander? Nein, nie. Wissen Sie, so ein Krankenhaus ist groß. Wenn ich den ganzen Tag durch das Gebäude renne und versuche, Freundschaften zu schließen, wissen Sie, was dann passiert? Dann nippeln hier eine Menge Leute ab. So nämlich. Okay. Ich komme später nochmal zu Ihnen. Oje, oje. Okay. Haben Sie jemanden im Verdacht? Wenn Sie mich fragen, es war sowieso die Person aus der Pflege. Meine rechte Hand hat vor einigen Wochen erst Kürzungen für den Pflegebereich übernommen und seitdem höre ich nur Beschwerden darüber. Außerdem hat sie einen Hang zu unprofessionellen Emotionen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Meine Güte, das ist ja schwierig hier. Können Sie mir etwas über die Krankenpflege sagen? Erzählen mir etwas über die neue Ärztin? Sie ist noch nicht lange hier, erst ein paar Monate. Sie hat sich gut eingearbeitet. Am Anfang war ich etwas skeptisch. Ich wusste nicht, ob sie das nötige Durchsetzungsvermögen hat. Mittlerweile ist sie sehr zuverlässig, auch wenn ich heute nur einen Stapel unbearbeiteter Akten vorgefunden habe. Eieiei. Was halten Sie vom Hausmeister? Ich möchte ehrlich zu Ihnen sein. Ich hatte schon immer eine Vermutung. Ich habe vermutet, dass er irgendwelche krummen Dinger dreht. Er ist immer überall. Schleicht überall herum. Ich glaube, dass er klaut. Aber ich habe bis jetzt noch keinen Beweis. Können Sie mir etwas über die Krankenpflege erzählen? Ich meine, sie macht ausgezeichnete Arbeit. Keine Frage. Aber ihr Temperament steht ihr mehr im Weg, als dass es ihr hilft. Und die Assistenz hat letztens die Pflege gekürzt. Ansonsten, sie hatte eigentlich Dienst. Man weiß ja nie, was die Leute eigentlich machen. Oh Gott. Hilfe, das ist ja voll schwer. Ich komme später nochmal zu Ihnen. Der Hausmeister ist doch überall. Mir ist was bei der Pflegeperson aufgefallen. Sie verdächtigen sie? Also, als ich auf der anderen Station war, war sie dort im Dienst, wie es sein sollte. Wegen ihres Temperaments? Ich dachte immer, das sei nur ein Gerücht. Es gibt eine andere Pflegerin auf der Station, die öfter Wutausbrüche hatte. Die Pflegeperson hat das öfter auf ihre Kappe genommen. Sie hat die Gründe verstanden. Ich glaube, sie kümmert sich einfach nur sehr um ihr Team. Erzählen Sie mir etwas über die neue Ärztin? Ich glaube, sie geht mir aus dem Weg. Aber ich weiß nicht, warum. Oh, schwierig. Sie haben gesagt, sie sei mit allen klargekommen. Ich habe das anders gehört. Ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass sie kein gutes Verhältnis zum Ermordeten hatten. Ich habe nicht darüber gelogen. Es war vielleicht ein bisschen geschönt, aber ich wünsche mir das auch. Ja, ich und die Assistenz sind öfter aneinander geraten. Er hat nicht immer mit meinen Methoden, Meinungen übereingestimmt. Und ja, manchmal hat mich das wütend gemacht. Aber wütend genug, um ihn umzubringen? Das würde ich niemals tun. Es ist normal, dass man sich nicht mit allen Kollegen versteht, die man hat. Ich bin da keine Ausnahme. Hatten Sie mal Kontakt zum Krankenwagenfahrer? Ich habe ihn schon einige Male auf dem Flur gesehen. Abgesehen von einem freundlichen Nicken haben wir noch nie miteinander interagiert. Haben Sie eine Meinung zur Krankenpflege? Ich respektiere jede Person, die in der Pflege arbeitet. Ich kann mir den Druck kaum vorstellen, der auf diesen Leuten lastet. Auch wenn ich gehört habe, dass manche von ihnen nicht allzu gut damit umgehen können.
Gott. Haben Sie jemanden mit Verdacht? Ich möchte keine falsche Vermutung streuen, aber es gibt da tatsächlich etwas. Die Chefärztin kam vor einigen Tagen zu mir. Sie bat mich darum, den Hausmeister im Auge zu behalten. Er würde wohl öfter auf meiner Etage gesehen, wie er ins Lager ging. Manche vermuten, dass er Medikamente klaut. Und haben Sie etwas beobachtet? Nein, ich habe ihn nie dort gesehen. Aber vielleicht hat er der Ermordete ihn ja auf frischer Tat ertappt. Das wünschte ich wirklich niemanden. Okay. Ich komme später nochmal zu Ihnen. Hallo. Ich hätte einige Fragen an Sie. Wie gesagt, ich hatte Dienst. Ich weiß nicht, wann er genau umgebracht wurde. Ihr könnt gern mit allen Patienten auf der Station reden. Ich habe sehr viel Zeit des Morgens verbracht. Eine sehr lange Konversation mit der Frau auf Zimmer 7 zu führen. Sie hat sich nicht wohlgefühlt und wollte unbedingt darüber sprechen. Hat mir ihre ganze Lebensgeschichte aufgetischt. Puh. Mir ist da etwas zu Ohren gekommen. Man hat impliziert, dass sie sehr wohl einen Grund gehabt hätten, nämlich eine persönliche Abneigung in Kombination mit den Kürzungen im Pflegebereich. Ich habe doch schon gesagt, dass ich ihn nicht leiden konnte. Das heißt nicht, dass ich ihn umgebracht habe. Temperamentvoll zu sein bedeutet noch lange nicht, dass ich eine Mörderin bin. Ja, er hat die Pflege noch mehr ruiniert als sowieso schon. Ich hätte ihm das ins Gesicht springen können. Habe ich es gemacht? Nein. Bin ich traurig, dass er tot ist? Nein, eine Mörderin bin ich trotzdem nicht. Was halten Sie vom Hausmeister? Wir haben eine gewisse Solidarität. Er ist ein ganz netter Kerl. Nicht so gesprächig, aber ich glaube, wir genießen es beide, einfach mal nicht reden zu müssen. Ich bin mir manchmal ziemlich sicher, dass das Krankenhaus ohne ihn zusammenbrechen würde. Puh, Gott, ist das schwierig, ey. Ich komme später nochmal zu ihm. Können Sie mir etwas über die Krankenpflege sagen? Sie ist meistens beschäftigt, aber ich glaube, wir würden gut klarkommen. Manchmal lächelt sie mich auf dem Gang an. Also glaube ich, sie glaubt es auch. Ja, okay. Was halten Sie vom Hausmeister? Ist ein netter Geselle. Wir haben oft zusammen geraucht. Unsere Schichten hatten gut zusammengepasst. Mittlerweile passt das des Öfteren nicht mehr. Er ist aber den Großteil der Zeit zuverlässig und netter als die meisten anderen. Ich komme später nochmal zu Ihnen. Oh Mann, ich brauche einen Kaffee. Das ist ja voll schwierig, ey. Ich helfe gern, wenn ich kann. Herr Hausmeister, können Sie mir noch was sagen? Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Haben Sie jemanden in Verdacht? Vielleicht den Krankenwagenfahrer. Der war irgendwie immer komisch, wenn es um die rechte Hand ging. Er hat auch gestern wieder vor seinem Büro gesessen. Weiß nicht, ob das hilft. Was denken Sie über den Krankenwagenfahrer? Früher haben wir immer zusammen geraucht. Das war echt nett. Mittlerweile hat er aufgehört, also sehen wir uns nicht mehr so oft. Er ist aber mittlerweile auch ein bisschen komisch geworden. Vielleicht will er einen Job oder so, aber er ist der rechten Hand oft hinterhergelaufen. Okay. Hast du mir was zum Krankenwagen? Ich glaube nicht, dass ich jemals mit ihm geredet habe. Ich glaube nicht, dass ich jemals mit ihm was geredet habe. Ich habe mit dem Angestellten hier meistens nichts zu tun, wenn Sie verstehen, was ich meine. Okay. Bitte beeilen Sie sich. Okay, ich habe den irgendwie in Verdacht. Wo waren Sie zum Zeitpunkt?
Und wo haben Sie zum Zeitpunkt der Tat aufgehalten? Ich? Ich war nur noch für eine Raucherpause hier. Aber er hat doch aufgehört. Der Hausmeister hat doch gerade gesagt, er hat aufgehört. Ich bin vorhin von der Nachtschicht wiedergekommen. Ich wollte dann nach Hause gehen. Mir wurde gesagt, dass Sie gar nicht mehr rauchen. Sie sagten, Sie hätten eine Raucherpause gemacht. Sie rauchen überhaupt nicht mehr, oder? Ich bin kein Mörder. Ich würde ihn niemals umbringen. Ja, ich rauche nicht, aber ich darf mich im Krankenhaus überall aufhalten, wo ich will, vor allem vor dem Büro meines Bruders. Oh, Sie haben richtig gehört, er war mein Bruder. Ich würde niemals meine eigene Familie etwas antun. Lieber würde ich selbst sterben. Er wollte mich vielleicht nicht sehen, aber ich kann nichts dafür. Er ist gestorben, bevor er seine Meinung geändert hatte. Das hätte er nämlich, wenn ich einfach nur gestern noch einmal mit ihm hätte sprechen können. Interessant. Ich komme später nochmal zu Ihnen. Erzählen Sie mir etwas über die neue Ärztin. Was halten Sie vom Hausmeister? Wir haben eine gewisse Solidarität. Achso, das habe ich schon gesagt. Okay. Das ist ja interessant. Ich komme später nochmal zu Ihnen. So, dann gehe ich mal nochmal hier zu ihm. Waren Sie, ist Ihnen was aufgefallen? Haben Sie einen Verdacht? Denken Sie über den Krankenwagenfahrer. Früher haben wir immer zusammen geraucht. Mittlerweile raucht er nicht mehr. Sie haben gesagt, Sie seien mit allen klargekommen. Ich habe da jedoch etwas anderes gehört. Ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass Sie kein gutes Verhältnis zum Ermordeten. Achso, das hatten wir auch schon. Okay, ja, das skippe ich jetzt einfach mal, das hatte ich nämlich eben schon mal. Ich würde ihn niemals töten. Kommen Sie mit Ihrer Chefärztin klar? Auf die Gefahr hin zu klingen wie eine Heuchlerin, ich respektiere Sie sehr und ich bin froh, die Gelegenheit zu haben, unter ihr zu arbeiten. Ich glaube, ich kann noch viel von ihr lernen. Hey, können Sie mir was über die Neue da erzählen? Über die neue Ärztin? Sie ist nicht lange hier, erst ein paar Monate. Sie hat sich sehr gut eingearbeitet. Am Anfang war ich etwas skeptisch. Ach so, nee, okay. Das habe ich auch schon mal gehabt. Eieiei. Erzählen Sie mir was über die neue Ärztin. Wieso kann ich das nicht ansprechen, dass die beiden Brüder waren? Wo waren Sie zum Tatpunkt der Zeit? Ich bin viel beschäftigt. Also halten Sie sich kurz. Gut. Ich werde mich sputen. Wo hatten Sie zum Zeitpunkt der Tat aufgehalten? Ich war zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht im Haus. Ja, das hatten wir ja auch schon. Ja, verstehe. Was denken Sie über den Krankenwagenfahrer? Ich glaube nicht, dass ich jemals mit ihm geredet habe. Naja, der fällt schon mal. Also ich glaube nicht, dass er seinen Bruder getötet hat. Er sagt mir auch nichts mehr. Pina, kann ich dich noch was fragen? Hat sich die neue Ärztin wirklich mit jedem verstanden? Die neue Ärztin, ich weiß nicht wirklich was über sie. Hat mich auch nicht so interessiert. Ich habe nur mitgekriegt, dass sie und die Assistenz öfter aneinander geraten sind. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass sie aus demselben Krankenhaus kam wie er. Zumindest war der Name ähnlich. Aber ob sie sich kannten, davon habe ich keine Ahnung. Ist ja schon eine Weile her, dass die Assistenz da rausgeflogen ist.
Ich bin ihr gestern mehrfach begegnet. Sie sagte, sie würde irgendwelche Akten von ihrem Büro in andere Büros räumen. Hat den ganzen Vormittag Kartons rumgeräumt. Okay. Sie wird die neue Ärztin. Erzählen Sie mir was über die neue Ärztin. Wir arbeiten auf derselben Station. Ich habe mir nur gemerkt, dass sie manchmal von der Assistenz auf den Deckel bekommen hat. Meistens ungerechtfertigt. Aber keine Ahnung, ob sie damit ein Problem hatte. Okay, so kam sie aus dem gleichen Krankenhaus wie die Assistenz. Kann ich das ansprechen? Haben Sie jemanden Verdacht? Sie haben gesagt, Sie seien mit allen klargekommen. Hatten Sie Kontakt zum Krankenwagenfahrer? Haben Sie eine Meinung zum Krankenpfleger? Ich respektiere jede Person, die in der Pflege arbeitet. Das hatte ich auch schon. Ich weiß nicht. Ich möchte keine falsche Vermutung streuen. Es gibt da tatsächlich etwas. Die Chefärztin kam vor einigen Tagen zu mir. Sie bat mich darum, den Hausmeister im Auge zu behalten. Der klaut Medikamente. Das kann ich ja auch nicht ansprechen. Das ist ja echt komisch. Wieso kann ich denn den Hausmeister nicht fragen? Hey du, klaust du Medikamente? Wo waren sie zu meinen? Wo waren sie denn beschäftigt? Irgendwann heute Nacht in dieses verdammte Rohr im Keller wieder geplatzt. Ja, das hatten wir auch schon. Ich komme nicht weiter. Mir ist was bei der Pflegeperson aufgefallen. Sie verdächtigen sie? Also, als ich auf der anderen Station war, war sie dort im Dienst, wie es sein sollte. Wegen ihres Temperaments? Ich dachte immer, es sei nur ein Gerücht. Aber die kennen sich doch auch näher, oder? Also ich glaube nicht, dass meine Chefin jemanden umbringen würde. Die hat auch viel Kohle und eine schöne Wohnung. Oh, ist das schwierig, ey. Okay. Kann ich mit ihm nochmal sprechen? Haben Sie mal einen Verdacht? Mir wurde gesagt, dass Sie gar nicht mehr rauchen. Hatten Sie Kontakt mit der neuen Ärztin? Ich habe mitbekommen, dass sie jetzt hier arbeitet. Wirklich mit ihr geredet habe ich aber noch nie. Ich glaube, die Assistenz mochte sie nicht besonders. Wisst ihr was? Ich versuche jetzt aufzudecken. Was denken Sie? Können Sie den Tatverlauf rekonstruieren? Oh mein Gott, ey. Ich kann sie nicht konstruieren. Ich weiß ja nicht, was ich noch fragen soll. Was soll ich denn noch fragen, damit ich darauf komme? Ich kann Ihnen sagen, ich kann nicht sagen, was passiert ist. Ich habe nur einen Verdacht, wer es sein könnte. Habt ihr eine Idee? Auch nicht, ne? Ich will noch weitere Nachforschungen anstellen. Hast du irgendwie den Krankenwagenfahrer? Keine Ahnung, wer das ist. Hatten sie nie Kontakt miteinander? Nein, nie. Wissen sie, so ein großes Krankenhaus? Also die haben sich doch zugenickt, oder? Ich habe meine Ermittlungen abgeschlossen. Hat sich die neue Ärztin wirklich mit jedem verstanden? Mir ist etwas zu Ohren gekommen. Was denken Sie über den Krankenwagenfahrer? Was denken Sie von der Chefärztin? Erzählen Sie mir etwas über die neue Ärztin. Wir arbeiten auf derselben Station. Ich habe mir nur gemerkt, dass sie manchmal von der Assistenz auf den Deckel bekommt. Haben Sie jemanden Verdacht? Wenn Sie mich fragen, es war sowieso die Person aus der Pflege. Meine rechte Hand hat vor einigen Wochen erst Kürzungen für die Pflege übernommen und seitdem höre ich nur Beschwerden darüber. Außerdem hat sie einen Hang zu unprofessionellen Emotionen. Ah, war es Ihnen bekannt, dass der Krankenwagenfahrer in Wirklichkeit, jetzt kann ich es ansprechen, der Bruder des Opfers war? Ob ich wusste, dass sie verwandt waren?
Natürlich, ich habe ihn schließlich eingestellt und dumm bin ich auch nicht. Meine Assistenz mochte seinen Bruder nicht besonders. Aber wir haben mehrfach darüber gesprochen, ob ich ihn entlassen soll. Er meinte, sein Bruder sei nur etwas komisch, aber harmlos. Eigentlich sogar sehr friedfertig. Reden wollte er trotzdem nicht mit ihm. Wo waren sie zum Zeitpunkt? Nein. Erzähl mir mal was über eine neue Ärztin. Ich wusste nicht, ob sie das nötige Durchsetzungsvermögen hat. Mittlerweile geht es normalerweise sehr zuverlässig. Meine Güte, aber wenn ich heute nur einen Stapel unbearbeiteter Akten vorgefunden habe. Das heißt, ja. Dann hat sie ja nicht gearbeitet, oder? Komm später noch einmal. Ich vermute, also ich habe die neue Ärztin in Verdacht. Ich sag das jetzt einfach. Was denken Sie? Können Sie den Tatort? Ja, ich kann Ihnen sagen, was passiert ist. Oh, fantastisch. Und? Wer war's? Der Fall ist abgeschlossen. Es kommt nur eine einzige Person in Frage, die diese Tat begangen haben kann. Auch wenn jeder einzelne von euch ein Motiv gehabt hätte. Die Lösung ist glasklar. Die Person, die den Mord begangen hat, war... Es war... Die neue Ärztin ist schuldig. Nur eine Person von euch hatte zum Zeitpunkt der Tat kein Alibi. Die Chefärztin war überhaupt nicht im Krankenhaus, weil ihr Auto liegen geblieben war. Aber ihre einzige Lüge war, dass sie die Assistenz in Wirklichkeit mochte. Das Auto wurde auf dem Parkplatz abgeschleppt und von genug Zeugen gesehen. Bleiben also noch vier andere Verdächtige. Die Pflegeperson hat ein hieb- und stichfestes Alibi. Sie war die komplette Nacht im Dienst und wurde dort von mehreren Personen gesehen, inklusive des Hausmeisters. Außerdem ist sie gar nicht temperamentvoll. In Wirklichkeit dachte sie jemand anderes... Was? Deckte sie jemand anderes aus ihrem Team, im Gegensatz zu dem Hausmeister, der ebenfalls ein Alibi hat. Nur war dieses Alibi eine Lüge. Er hat in der Tat gelogen, aber nicht etwa, weil er den Mord begangen hat. Er sich auf die Station der Pflegeperson geschlichen hat. Er wollte dort Medikamente entwenden. Auch illegal, aber nicht die Straftat, die wir hier gerade suchen. Das lässt uns zwei weitere Verdächtige. Die neue Ärztin und den Krankenwagenfahrer. Der Krankenwagenfahrer hatte ein klares Motiv. Schließlich war der Ermordete sein Bruder. Und dazu noch der ungeliebte Bruder, der keinen Kontakt mit ihm wollte. Aber zu diesem Zeitpunkt des Mordes saß er vor dem Büro seines Bruders. Er hat auf ihn gewartet und wurde dort von dem Hausmeister gesehen. All das klingt vielleicht wie unsicheres Wissen. Es gibt jedoch nur eine Person, die über ihr Alibi gelogen hat. Und diese Person ist die neue Ärztin. Nach ihrer Aussage war sie den ganzen Vormittag in ihrem Büro und hat dort Akten korrigiert. Ah ja, ein Anfängerfehler, denn die Pflegeperson hat sie den ganzen Vormittag gesehen. Sie hat Kartons durch das Krankenhaus getragen. Warum würde sie also lügen? Die Antwort ist offensichtlich, weil sie diesen Mord begangen hat. Warum fragt ihr euch? Es ist ganz einfach. Sie und die Assistenz hatten eine gemeinsame Vergangenheit. Und nicht irgendeine. Sie waren in den Vorfall verwickelt. Sie wurden wegen der Assistenz entlassen und hat sich hier anstellen lassen. Eine Verfolgung bis in dieses Krankenhaus. Alles für ihre bittere Rache. Eine Frage habe ich aber dennoch, gute Frau Ärztin. Gott. Bei dem ganzen Gelese habe ich schon ganz trockenen Hals. Dass sie die Tat begangen haben, steht außer Frage. Aber warum musste er sterben? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Das alles sind haltlose Lügen. Ich habe mein Büro verlassen, um Akten wegzubringen. Das ist mir in der Aufregung nur entfallen. Das heißt, wenn wir diese Akten durchschauen würden, wären sie fertig bearbeitet. Schließlich haben sie den ganzen Vormittag dafür investiert. Ich gebe zu, ich konnte mich nicht besonders gut konzentrieren an diesem Morgen. So schlecht, dass sie keine einzige der Akten, die sie angeblich bearbeitet haben? Zumindest ist es das, was der Chefärztin heute aufgefallen ist. Vielleicht hätten sie sich eine bessere Ausrede ausdenken sollen. Ich kann nicht glauben, dass du mich für dumm hältst.
die absolute Dreistigkeit, nachdem mein letzter Mord so anspruchsvoll war. Nicht mal die Polizei konnte den Fall lösen. Mein Meisterwerk wurde stattdessen einem Idioten zugeschrieben. Irgendwie sind da lauter Fehler drin in diesem Text. Nennst du mich jetzt dumm? Der letzte Mord? Aha, da haben wir also des Rätsels Lösung. Die Assistenz wurde damals aus dem Krankenhaus, in dem er gearbeitet hatte, entlassen, weil man ihn in Verdacht für eine fahrlässige Tötung hatte. Aber ihm konnte nie etwas nachgewiesen werden, weil er es nicht getan hatte. Auch wenn ihn das nun anscheinend umgebracht hat. Sie haben den perfekten Mord begangen und anstatt damit durchzukommen, sind sie ihm bis hierhin gefolgt, nur um Rache zu nehmen? Ein Banause wie du würde das niemals verstehen. Er hat meine Arbeit gestohlen und als ich ihn im Büro der Chefärztin herumschnüffeln sah, war mir klar, dass er nichts war als ein Heuchler. Er hatte nur dasselbe wieder getan, sich auf den Lorbeeren von anderen ausgeruht. Jetzt werden sie viel Zeit haben, sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen, im Gefängnis. Wuhu! Oh, das war lustig. Und, wie fandest du die Show? Die Show? Nun ja, wenn man diese Hampelei-Show nennen mag, dann würde ich sie als simpel bewerten. Natürlich war die Lösung offensichtlich. Sie hatte leichtes Spiel mit dieser Amateurtruppe. Das ist aber nicht nett. Mit Nettigkeit hat das nichts zu tun. Es geht um Schauspiel, um den einzigen Grund, der uns in dieser Welt festhält. Hast du ein paar Tipps für mich? Ich weiß nicht, ob dieser Aufwand eine Frucht hervorbringt. Die Zeit ist mir zu kostbar. Ich muss jetzt weg. Gehabt euch wohl. Süß. Du kennst keine Tipps, oder? Hallo? Die Statue antwortet nicht mehr. So. Das war toll, Finley. Ach so, das war's schon. Okay. Uff, das war aufregend. Meine Knie zittern immer noch. Und wie du den Mordfall aufgeklärt hast, Wahnsinn. Ich werde mich jetzt verdrücken. Was ist mit euch? Ich bleib noch ein bisschen an der frischen Luft. Finley, hast du vielleicht einen Moment? Na klar, dann komm gut nach Hause später. Gute Nacht, ihr Krimi-Genies. Ich wusste nicht, dass es um einen Mordfall geht. Tut mir leid, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel. Mir hat es aber wirklich Spaß gemacht. Ohne dich wäre ich wahrscheinlich nicht hingegangen. Danke für die Ablenkung. Finley, ich weiß nicht, wie du dich gerade fühlst. Ich weiß nicht, wie der erste Todesfall sich anfühlt. Aber ich muss davon ausgehen, dass ich auch irgendwann in einer solchen Situation bin. Und ich habe großen Respekt davor. Vielleicht sogar Angst. Aber es gehört auch dazu. Und eine gute Ärztin muss damit umgehen können. Vielleicht passiert es ja auch nie. Du bist doch eine Superärztin. Das halte ich für unrealistisch. Aber wenn es passiert, will ich bereit sein. Was denkst du gerade? Nicht viel. Ich will gerade einfach nur schlafen. Und danke, dass du mitgemacht hast. Ohne dich hätte ich mich bestimmt nicht getraut. Vielleicht hast du ja in Zukunft nochmal Lust. Dann will ich aber die Detektivin sein. Es wäre mir eine Ehre, wenn du das nächste Mal meinen Mord aufdeckst. ich komme schon klar. Ich will weitermachen. Weitermachen. Darum geht's vielleicht am Ende. Es geht darum, dass man weitermacht. Ich möchte auch weitermachen. Hier in Porcupine. Ich glaube, ich mag es hier. Die Leute, die kleinen Straßen, das Winterschlaffest war toll. Ich denke, ich kann mich hier wohlfühlen. Vor allem mit so einem Anspielpartner wie dir. Lass uns dafür sorgen, dass hier so wenig Leute sterben wie möglich. Das ist die Abmachung. Abgemacht? Ja. Abgemacht. Bretter, die die Welt bedeuten, nimm an der Theaterprobe teil. Ah, cool.
wieder was Neues gemacht. So, dann gehen wir hier mal rum. Ich wollte noch mal gucken, ob Arlo da ist. Unser Freund. Oh, hier kann ich nicht lang, schade. Ich kann es kaum erwarten, mal auszuschlafen. Gute Nacht, Welt.